Der große Moment ist da. Ein Spiel der ganz besonderen Sorte. Ein echtes Highlight. Bleiben Sie dran. Hallo und willkommen aus dem Borussia Park hier in Mönchengladbach. Willkommen zu diesem heutigen Spiel. Mein Name ist Wolf Fuß. Neben mir sitzt Frank Buschmann. Wir werden Sie durch dieses Spiel begleiten. Heute präsentieren wir Ihnen ein echtes Topspiel. Dynamo Dresden gegen Bayern München. Es ist ein hochinteressantes Spiel. Ich glaube, beide haben hier die Gelegenheit, noch mal was auszuprobieren. Von der Taktik her, vom Kader her, von der Aufstellung. Ich glaube, auch in der Hinsicht wird es ein spannendes Spiel heute. Ah, muss selber geben. Da gibt er Elfmeter, aber keine Karte. Das gibt es zwar selten, aber für meine Begriffe geht das hier in Ordnung. Chance zum 1:0. Oh, Tor vorbei. Vergibt diesen Strafstoß und das war schwach, ohne jede Frage. Das kann er viel besser. Von ihm erwarten wir heute einiges. Auf ihn müssen Sie besonders aufpassen. Er ist richtig stark im Abschuss. Sie versuchen es. Ball wird hier erstmal geblockt. Oh, gefährlich. Exzellentes Zweikampfverhalten. Und jetzt Müller. Jetzt ist er durch. Er macht das frühe Führungstor. Hier haben wir dieses Tor nochmal in der Wiederholung. Zuerst der Steilpass. Und hier sehen wir, wie er die gesamte Abwehr einfach abhängt. Und Wolf, am Ende hat er auch noch die Ruhe, den Ball ganz cool im Tor unterzubringen. Jetzt wieder die Bayern. So langsam wird es gefährlich. Leroy Sané. Ah, da landet der Ball dann doch beim Gegner. Die Situation bereinigt von Kimmich. Könnte gefährlich werden. Guter Steilpass. Gehalten. Und das war ein richtig schwieriger Ball. Also ich glaube, den haben ehrlich gesagt alle hier schon im Tor gesehen. Super Reflex. Die Ecke kommt rein. Da muss er doch klären, aber Ball bleibt gefährlich. Kimmich. Richtig gutes Passspiel da von Bayern München. Und dann verlieren sie den Ball. Also aus der Szene wird nichts. Der Schiedsrichter entscheidet auf Vorteil für die Münchner. Leroy Sané. Jetzt gibt es einen Einwurf. Jetzt der Schuss. Das ist noch gefährlich. Angriff damit also beendet. Wahnsinn. Die Parade gerade, wie er sein Team da im Spiel hält. Weiterhin nur ein Treffer Rückstand. Sané. Wird's jetzt gefährlich. Ja, da sehen wir es wieder. Kraft ist nicht immer die beste Wahl. Hast du recht, da wäre mehr drin gewesen. Jakobs. Mit der Grätsche holt er sich den Ball. Sané.
So, wir gehen in die Pause, da ist der Pfiff. Jetzt können wir alle erstmal durchatmen. Es geht los, die Münchner eröffnen die Partie. Der Schiedsrichter pfeift an, die zweite Hälfte läuft. Sie lassen den Ball gut laufen, schwer für den Gegner, das zu unterbinden. Und er pfeift abseits. Jetzt wechseln sie hier aus. Und jetzt Müller. Er passt gut auf und hat den Ball. Groß. Wie ich hörte, ist alles klar zwischen ihm und dem FC Arsenal. Ein toller Transfer. Er bringt ja richtig Qualität mit. Schön zugemacht. Gabriel. Am Ball Sané. Thomas Müller. Gutes Tackling. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Ja, immer wieder die Rufe der Fans. So, Spannung drin in dieser Partie. Ausgleich. Mal sehen, wie sich das noch weiterentwickelt. Schau noch mal auf die Wiederholung, das ist ein richtig gut gespielter Konter und dann sehen wir, wie gut das wirklich gemacht ist, vor allem wie ruhig das gemacht ist. Aber ganz ehrlich, auf der Distanz muss er den Eindruck machen. Und damit alles auf Anfang, es steht 1:1. Thomas Müller. Den Ball entschärft er ganz locker. Jetzt können sie den Konter ansetzen. Da kann sich was entwickeln. Achtung jetzt. Jetzt die Flanke auf den kurzen Pfosten. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Aus diesem Angriff wird erstmal nichts. Richtig gutes Passspiel da von Bayern München. Aber jetzt ist der Ball doch weg. Da waren sie für einen Moment unkonzentriert. Die Balleroberung. Exzellentes Pressing. Vielleicht die Führung jetzt. Auf ihn ist Verlass. Gute Parade. Müller geht runter. Sie bringen nochmal einen frischen Spieler. Sané bringt die Ecke rein. Halbherzig geklärt. Ball weiter gefährlich. Ja, der Schuss jetzt. Nee, der Abschluss war einfach nicht gut genug. Gut dazwischen gegangen. Kollegen bieten sich an. Sie schalten auf Angriff um. Das ist wohl die letzte Chance, hier doch noch als Sieger vom Platz zu gehen. Da muss mehr kommen, Freunde. So wird das sicher nichts mit dem Tor. Und jetzt sind noch 8 Minuten zu spielen. Jetzt könnte Dynamo Dresden vielleicht über außen kommen. Zieht mit dem Ball nach innen. Neuer Held war noch im Spiel. Hätte gefährlich werden können. Gut, dass sie da klären. Ah, das sieht nicht gut aus. Er scheint Schmerzen zu haben. Die Nachspielzeit wird da angezeigt. 1 Minute gibt es noch oben drauf. Ball ist weg, aber geht da noch was? Wir bekommen noch mal.
Das Elfmeterschießen beginnt. Ganz sicherer Elfmeter, wie der das gemacht hat. Ganz souverän, ohne jedes Problem. Super gemacht. Jetzt also Elfmeter. Immer auch eine Nervensache. Und nicht drin. Der Elfer geht an den Pfosten. Er zeigt keine Nerven, der Ball ist drin. Hat er alles richtig gemacht. Tor, sehr gut und sehr platziert geschossen. Genau unten ins Eck. Und er ist nicht drin. Boah, da reagiert er super und kann den Ball abwehren. Da ist er noch dran und dann geht der Ball doch rein. Das ist ganz bitter für den Keeper. Wenn du den Ball schon fast hast, dann willst du das Ding natürlich auch halten. Klasse Treffer, unglaublich. Ja, klasse. Jetzt also lastet die komplette Verantwortung auf seinen Schultern. Mal sehen, ob er der gerecht werden kann. Nicht immer viel nachdenken, einfach drauf. Knallhart und doch platziert in die Mitte. Nicht die schlechteste Variante. Was für eine Parade. Ganz stark gehalten. Die komplette Dramatik. Yeah. Klasse gehalten. Da macht er einfach alles richtig, ganz stark. Er macht ihn rein. Jetzt also das Elfmeterduell. Und damit war's das in diesem Elfmeterschießen in diesem Spiel. Jetzt darf gejubelt werden. Jetzt haben sie dieses Turnier tatsächlich gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, kann ich da nur sagen. Ja, auch von meiner Seite Glückwunsch. Das war eine klasse Leistung. Nicht nur heute, ein toller Abschluss eines tollen Turniers. Sie waren einfach nervenstark, konnten ihre Stärken immer auf den Rasen bringen. Es ist eine tolle Mannschaft. Sie jubeln, sie feiern. Sie haben sich das verdient. Man hat das immer wieder im Verlaufe des Turniers gemerkt, was da für ein Teamgeist herrscht. Jeder kämpft für den anderen. Das ist eine echte Einheit. Und so holst du dann am Ende auch so einen Erfolg, so einen Titel. Einfach nur klasse.
Gespannt warten Sie alle auf den Anstoß dieser heutigen Partie und darauf. Wir haben schönes Fußballwetter, liebe Zuschauer, und damit also herzlich willkommen zu dieser heutigen Partie. Ich bin Wolf Fuß und ich darf das Ganze mit dem Kollegen Frank Buschmann für Sie kommentieren. Und wir übertragen Ihnen heute ein Spiel vom ersten Spieltag der Bundesliga. Dynamo Dresden gegen Werder Bremen. Der Klassenerhalt ist natürlich das Ziel. Wie könnte es anders sein als Aufsteiger, als Neuling? Man muss sich erstmal an alles gewöhnen. Und ich glaube, das wird hier auch nicht einfach. Mal sehen, wie sie sich in dieser ersten Partie schlagen. Weiser. Jetzt lassen sie den Ball laufen. Zieht ab! Klasse aufgepasst vom Torwart. Eck in den Strafraum. Oh, Pech! Der Ball geht neben das Tor. Da fehlt nicht viel. Ein super Kopfball. Macht alles richtig. Und ich glaube, alle hatten hier schon den Torschrei auf den Lippen. Es gab im Vorfeld dieses Spiels Diskussionen um ihn. Denn er spielt heute gegen... Moment, jetzt könnte es gleich krachen. Da ist das Tor. Der Bann ist bereits früh gebrochen. Wir haben den ersten Treffer dieser Partie. Schön durchgesetzt, zieht am Verteidiger vorbei. Das ist eine seiner großen Stärken, dieser Zug zum Tor. Unnachahmlich, tolles Tor. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Ball ist weg. Aber fair. Er holt den Ball mit der Grätsche. Waldschmidt. Flanke abgeblockt. Gute Gelegenheit. Ja, abseits angezeigt. Logisch, da waren sie zu überhastet. Absolut. Wenn sie da noch einen Moment warten, dann ist niemand mehr im Abseits. Na, so bringt der Pass natürlich herzlich wenig. Das könnte die Chance werden. Viel Übersicht bei diesem Pass. Klasse gemacht vom Verteidiger. Waldschmidt. Ballerobo. Super Pass. Gefährliche Szene. Es sieht immer besser aus für sie. Sie machen das Tor. Jetzt beträgt die Führung 2 Tore. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Er zeigt den Vorteil an. Sie können weiterspielen. Aber sie können sich erneut nur per Foul behelfen. Gibt also jetzt Freistoß. Wichtiger Befreiungsschlag. Da entscheidet er auf Foul, es gibt Freistoß. Da kommt er ohne Karte davon. Viel Glück und er weiß es selbst. Oh, weiter mit dem Ball, tolle Szene. Wichtig, er holt den Ball. Es sieht ganz danach aus, als würden die Gastgeber gleich mit einer klaren Führung in die Pause gehen. 2 Tore Führung, es läuft. Man sieht immer wieder, sie sind diesen Tick schneller, kreativer, gefährlicher. Also es deutet alles auf einen Sieg hin. Weiser. Ja, dieser Ball kommt nicht an. Sie unterstützen gut. Und dann der Ballverlust, die Gefahr damit bereinigt. Wie wird er entscheiden? Er zwingt diesen Ballverlust.
tolles Dribbling. Da sind sie alle machtlos. Ja, vielversprechende Aktion. Torhüter ist da, aber war auch ein dankbarer Ball. So, der Pausenpfiff. Anstoß und damit läuft die zweite Hälfte dieser Partie. Schöner Angriff, da haben sie mehrere Optionen. Und jetzt ist die Gefahr bereinigt, Ball ist weg. Machen sie jetzt gut. Klasse Chance jetzt. Er kann diese Chance nicht nutzen. Ja, aus dieser Entfernung, Wolf, da macht das normalerweise besser. Bei Arsenal gab es einen Transfer und das scheint ein ganz besonderer Transfer zu sein. Wie man hört, wollte man diesen Spieler unbedingt haben. Es ist wichtig, dass er jetzt Klarheit hat. Für den Spieler ist es sonst eine sehr unangenehme Situation. Bei Ihnen wird es jetzt eine Auswechslung geben. Ganz energisch. Er geht vorbei. Der Schuss jetzt. Um ein Haar der Doppelpack, aber schön gehalten. Ja, das war natürlich wichtig. Ist ein echter Rückhalt dieser Mannschaft. Gefahr bereinigt. Die Chance. Da hätte er es fast gemacht. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Sie haben den Ball. Ah, das könnte was werden jetzt. Hereingabe. Da hat der Torwart keine großen Probleme. Sie können den Ball abfangen. Gut durchgesetzt. Und da geht der Spieler dazwischen und fängt den Pass ab. Niklas Füllkrug. Was für eine Chance! Sie geben noch nicht auf, das ist nicht zu übersehen. Gute Chance, aber kein Tor. Aber wenn Sie so weitermachen, wer weiß, ich glaube, da kann sich noch was tun. Jetzt kommt der Wechsel. Jakobs. Er fängt diesen Pass ab. Hier kurz der Hinweis auf den kommenden Gegner von Werder Bremen. Ja, für sie geht es gegen den VfB Stuttgart im nächsten Bundesligaspiel. Das wird eine richtig schwere Aufgabe. Der Pass war ein bisschen unpräzise. Einwurf. Zehn Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Jetzt könnte Dynamo Dresden vielleicht über außen kommen. Jetzt die Hereingabe. Tolles Tor! Das ist natürlich ein Volley, wie er besser nicht geht. Nochmal die Wiederholung des Tors. Zunächst die Flanke und dann machen sie es eigentlich gut. Einen echten Vorwurf kann man der Defensive da gar nicht machen. Aber das ist einfach gut gemacht. Ziemlich einseitige Angelegenheit heute in dieser Partie. Und lange zu gehen ist ja auch nicht mehr. Weiser. Da ist die Chance.
Macht er richtig gut. Perfekt getimt. Kurz vor dem Schlusspfiff haben wir hier eine deutliche Führung für die Gastgeber. Die machen das. Der Vorsprung ist zu klar. Das geben sie nicht mehr aus der Hand. Und jetzt dieser tolle Steilpass. Tolle Parade. Aber Gefahr ist noch nicht vorbei. Am Ende kommen sie damit also nicht durch. Wir hören den Schlusspfiff. Der Sieg geht heute also an die Gastgeber. Keine Überraschung, dass er heute im Zentrum der Aufmerksamkeit steht. Denn drei Tore. Der Regen will heute einfach kein Ende nehmen, liebe Fußballfans. Aber ich begrüße Sie dennoch sehr herzlich zu dieser heutigen Partie. Ich bin Wolf Fuß. Gemeinsam mit Frank Buschmann werde ich Sie durch dieses Spiel begleiten. Und wir zeigen heute ein Spiel aus der Bundesliga. Dynamo Dresden gegen FC Augsburg. Für die Gastgeber ist es in Spiel 1 richtig gut gelaufen. Die Erwartungen waren ja gering. Alle dachten, das gibt 0 Punkte, aber dann sind es 3 Zähler geworden. Das war schon bemerkenswert. Guter Vorstoß, kann was werden. Flanke kommt nicht durch. Da kommt der Pfiff, Freistoß. Und kommt vielleicht sogar noch eine Karte. Hat er Glück, dass er keine Karte sieht, weiß er auch. Muss ich jetzt ein bisschen zurückhalten. Da kann er erst mal klären. Ja, das könnte was werden jetzt. Das ist die Chance. Da ist der Treffer. Tor Nummer 1 also in diesem Spiel. Früh setzen sie hier ein Zeichen. So kann es weitergehen. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie zieht den Konter perfekt auf und dann setzt er sich durch. Willensstark. Das zeichnet ihn einfach aus. Er lässt der Abwehr keine Chance. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Super durchgesetzt. Jetzt kann er es machen. Erst gehalten und dann Pfosten. Er hat den Ball. Nee, nicht drin. Was für eine Chance. Schöner, platzierter Ball, aber nicht platziert genug. Peters. Die Mitspieler wollen ihm helfen. Fängt diesen Ball ab. Vorteil bei diesem Zweikampf. Ja, so kann man das auslegen. Es gibt Einwurf, der Ball ist im Aus. Jakobs. Sie können es machen. Latte, aber die Chance lebt noch. Toll geblockt. Nur der Aluminiumtreffer, es hat nicht viel gefehlt und sie hätten den Vorsprung weiter ausgebaut. Es bleibt bei einer knappen Führung. Wo ist die Lücke? Sie suchen sie. Sie wollen hier den Ausgleich. Das merkt man. Sieht alles gut aus. Da kommt der Pass, aber abgefangen. Gut gemacht.
Gutes Dribbling jetzt, Abwehr muss aufpassen. Ah, das ist fast schon eine mühelose Parade. Die Gastgeber haben so ihre Probleme beim Ballbesitz. Aber wir sehen es ja, der Ballbesitz ist nicht alles. Sie liegen trotzdem vorn, haben ihre Szenen. Da ist der Ball weg. Ermedin Demirovic. Schön abgeblockt. Peters. Sie fangen diesen Ball ab. Schöner Vorstoß, das könnte durchaus gefährlich werden. Könnte der Ausgleich sein. Klasse gemacht, stark geblockt. Das gibt Freistoß, aber zeigt ja auch eine Karte. Jakobs. Er erzwingt den Ballverlust. Das war ein Foul, da muss er natürlich Freistoß geben. Oh, grenzwertig, aber die Karte bleibt in dieser Szene stecken. Ball erobert erstmal. Eine Minute Nachspielzeit bekommen wir noch. Guter Steilpass hier, macht er gut. Und das war die erste Hälfte. Es geht weiter. Die zweite Hälfte wurde angepfiffen. Gut gemacht. Mit dieser Grätsche holt er sich den Ball. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Ihn zieht es nach Tottenham. Der Transfer ist mittlerweile bestätigt. Ein echter Coup, Wolf, wenn du mich fragst. Alle Beteiligten dürfen froh sein, dass es jetzt zu einer Einigung gekommen ist. Sie wechseln aus. Da ist der Ball erstmal raus. Niemand kann ihn aufhalten. Gutes Dribbling. Ja, das war nix. Also ein Volley ist auch immer ein großes Risiko. Da muss schon alles stimmen. Das war hier nicht der Fall. Da sind Mitspieler frei. Oh, gefährliche Szene. Da können Sie von Glück sagen, dass da nichts draus geworden ist. Sie können den Pass unterbinden. Das ist ein Foul und der Schiedsrichter pfeift das auch. Gibt eine Ermahnung und wenn wir uns die Szene ansehen, dann müssen wir schon sagen, das war die letzte Ermahnung. Sie geben ihnen im Moment eine Menge Raum. Gutes Tackling. Bauer. Muru. Er fängt diesen Pass ab. Chance zum Konter jetzt. Der Konter läuft. Riesenchance. Noch ist die Chance da. Also das wollte er so sicher nicht. Er trifft ins eigene Tor. Ah, Eigentor. Kann jedem passieren. Den größten
ist das schon passiert. Da gibt es nur eins, abhaken und weitermachen. Sehen Sie auch in der Wiederholung, es ist unglücklich. 2-0 steht hier, Sie machen einen guten Eindruck. Der wäre gut gekommen, aber der Schuss wird abgeblockt. Schwacher Ball. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Muru. Gefährlicher Schuss. Macht er richtig gut, weil er einfach das Auge hat, weil er genau weiß, wann er hechten muss. Genau das macht ihn auch so stark. Wird hier jetzt einen Wechsel geben. Da macht er gut zu. Ball draußen, das gibt jetzt Eckball. Die Ecke kommt rein. Abwehr macht das gut, sind an ihm dran und raus kommt dann so ein relativ schwacher Kopfball. Die Augsburger sind also in Kürze wieder am Start. Gegner ist der SC Freiburg im nächsten Spiel in der Bundesliga. Sicher keine einfache Aufgabe, aber Chancen gibt es auf jeden Fall. Gut, wie er den Ball abblockt. Wenn so ein Volley reingeht, steht das Stadion Kopf. Aber wenn dann so ein Ding dabei rumkommt, dann ist es eher frustrierend. Und jetzt Doppelwechsel. Und es bleiben noch 5 Minuten. Crepin Diatta. Er macht zu. Crepin Diatta. Er hält, aber noch ist die Chance nicht vorbei. Kein Gegner in der Nähe, trotzdem Ballverlust, Ecke. Ecke kommt ins Zentrum. Der Torwart passt da auf, ganz locker macht er das hier. Das Spiel ist aus, die Gastgeber gewinnen also diese Partie.
Was kann er uns in seinem ersten Spiel zeigen? Ist er in Bestform? Bleiben Sie dran. Das wird Willkommen in der Mercedes-Benz Arena, liebe Fußballfreunde. Ich begrüße Sie herzlich zu diesem heutigen Spiel. Ihre Kommentatoren heißen wie üblich Wolfuß und Frank Buschmann. Und wir zeigen heute ein Spiel aus der Bundesliga. VfB Stuttgart gegen Dynamo Dresden. Die Gäste haben in den ersten beiden Spielen eine gute Leistung gezeigt. Der Punktestand spricht für sich. 6 Zähler sind es schon. Wer hätte das gedacht? Da war mit weniger geplant worden. Wenn die so weitermachen, wenn da nicht irgendwann doch der Einbruch kommt, dann dürfen wir ihnen eine Menge zutrauen. Der Vorstoß in die Mitte jetzt. Klasse gehalten. Richtig stark gemacht. Verhindert hier ja den sicheren Treffer. Da sehen wir die heutige Aufstellung der Stuttgarter. Auf der Torwartposition heute Sergio Rico. Alessio Romagnoli spielt neben Kurt Zuma in der Verteidigung. Und sie beginnen das Spiel mit 2 Stürmern. Na, das ist doch schon mal eine Ansage. Die wollen offensiv agieren. Genau hinschauen. Erstmal Augen auf jetzt. Das sah gut aus. Klasse, dieser Volley. Tolle Schusstechnik. Am Ende knapp. Achten wir in dieser Partie mal besonders auf ihren Neuzugang. Ich bin auf dieses Debüt ganz besonders gespannt. Ja, bislang war in diesem Team, ehrlich gesagt, nur eine Schwäche auszumachen. Und das war die Innenverteidigung. Aber mit ihm hat sich das komplett geändert. Da haben sie sich einen Superstar geangelt. Mit der Glanzparade verhindert er hier den ersten Treffer in diesem Spiel. Stark gemacht. Abwehr muss aufpassen, sie kommen. Er könnte die Führung erzielen. Da ist die Führung. Und sie haben es sich wahrlich verdient. Ja, bisher total überlegen. Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis der Treffer fällt. Boah, was für ein Ding. Schauen Sie sich das an. Druckvoll, ohne Ende. Perfekt getroffen. Der Keeper ohne jede Möglichkeit. Klasse. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Anastasios Pakasetas. Den Ball holt er, gut verteidigt. Neuigkeiten zum Spiel in der Pre-Zero Arena. Ein Tor ist gefallen. Was genau passiert ist, erfahren wir jetzt im Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor. Jetzt kann er es machen. Wenn der reingeht, ist die Führung schon komfortabler, aber sie machen nichts draus. Und das wird sie ärgern. Jetzt müssen sie weiter aufpassen, denn es ist eine knappe Führung. Becker. Er holt sich diesen Ball. Was kommt jetzt für eine Entscheidung von ihr? Das war wohl das letzte Mal, dass er sowas ohne Verwarnung übersteht. Gute Parade nach diesem Freistoß, aber auch eine dankbare Aufgabe. Becker. Dribbling geht weiter, die Abwehr findet einfach kein Mittel. Könnte was werden, aber ist eng. Gute Szene, aber gibt Abstoß. Peters. Da lassen sie den Ball gut laufen. Super gehalten. Was für eine Aktion. Also der muss doch sitzen. Pass bleibt hängen. Sie sind weiter am Ball. Frage ist, wo ist die Lücke? Jetzt ist er durch. Sie vergeben diese Riesenchance. Der Coach kann es nicht fassen. Wie kann man diese Chance liegen lassen? Armada. Becker. Er lässt seinen Gegenspieler stehen. Und jetzt der Schuss. Alles wieder ausgeglichen. Ja, jetzt bin ich gespannt, wie sie reagieren. Hatten ja eigentlich bisher alles gut im Griff. Sie
Sie haben hier also den Ausgleich geschafft. 1-1. Chance zur Führung. Weiter gefährlich. Ja, schön geklärt erstmal. Die Gefahr bereinigt. Und das war das Ende der ersten. Die Spieler sind zurück. Die zweite Hälfte beginnt. In der Pre-Zero Arena ist was passiert. Ein Tor ist gefallen. Im Studio gibt es sämtliche Infos für Sie. Wir haben hier das erste Tor für den VfL Wolfsburg. Der neue Spielstand damit 1:1. Gespielt sind hier 48 Minuten. Danke für das Update. Und dann verlieren sie doch den Ball. Im Studio gibt es Neuigkeiten von einem Elfmeter aus dem Parallelspiel. Wolfsburg bekam hier einen Elfmeter, aber sie haben diese Chance liegen lassen. Ah, da lässt er die klasse Chance liegen aus kürzester Entfernung. Ich weiß, klingt immer doof, aber den muss er machen. Er lässt sich da nicht aufhalten. Gehalten, aber wenn du aus der Distanz so eine Chance hast, dann muss eigentlich fast mehr rumkommen, ne? Ja, sehe ich auch so. Das ist keine gute Aktion, eine verschenkte Chance, gerade gegen diesen Torhüter. Guter Steilpass hier, macht er gut. Ja, gibt nur Abstoß. Sie üben schon früh Druck aus. Es gibt ein Tor im Spiel. An der alten Försterei. Im Studio jetzt die Infos. Ja, wir haben hier das erste Tor für Union Berlin. Der neue Spielstand damit 1:1. Gespielt sind 58 Minuten. Vielen Dank, das war knapp. Bei Ihnen wird es jetzt eine Auswechslung geben. Auf dem Papier müsste das hier für Sie laufen, das ist ja keine Frage. Aber wo sind die Chancen? Wo sind die klaren Chancen? Und so ist es eben nur ein Unentschieden. Jetzt müssen sie erstmal in der Defensive aufpassen. Armada. Becker. Sie lassen den Ball gut laufen, schwer für den Gegner, das zu unterbinden. Da ist er klasse rangekommen. Ja, da war er zur Stelle. Sehr gut hingeächtet. Hat genau den richtigen Zeitpunkt erwischt, um den Ball zu erreichen. Kurze Unterbrechung, der Ball ist im Seitenaus. Jetzt kann da was entstehen. Oh, wie hat er den denn gehalten? Fragen wir uns alle, Wolf. Das war doch eigentlich ein sicheres Tor. Wir hören es, die Fans hoffen auf die Führung. Kurze Eckball. Verteidiger ist dazwischen. Er war zuletzt dran, es gibt Ecke. So, jetzt die kurze Variante. Den Ball holt er, gut verteidigt. Dresden kann über außen kommen. Da kommt die Flanke. Gute Aktion, Ball ist raus. Ja, der Schuss jetzt. Gar keine Herausforderung hier für den Torhüter. Sein nächster Karriereschritt ist jetzt auch klar, denn er wechselt zu Newcastle United. Ein echter Coup, Wolf, wenn du mich fragst. Alle Beteiligten dürfen froh sein, dass es jetzt zu einer... Ah, Moment, jetzt knallt es gleich. Ball erstmal aus der Gefahrenzone. So, jetzt könnte es nochmal gefährlich werden. Es gibt die Ecke. Ecke kommt in den 16er. Super Aktion, gut geklärt. Es wird jetzt hier gewechselt. 1:1 der Spielstand, nicht mehr lange zu gehen. Kurzer Ausblick aufs nächste Spiel. Der nächste Gegner des VfB Stuttgart heißt FC Augsburg. Und da müssen sie dann mehr bringen. Das war heute nicht ihre beste Leistung. Chance zur Führung. Erstmal gehalten. Bekommen sie noch eine Chance.
Da hätte er mehr draus machen können. Stattdessen gibt es jetzt Torabstoß. Wird hier jetzt einen Wechsel geben. Die Partie neigt sich dem Ende entgegen. 2 Minuten sind es noch. Immer noch unentschieden. Vielleicht jetzt spät nochmal die Chance. Harter Schuss, aber vielleicht hat da doch ein wenig die Präzision gefehlt. Bin ich bei dir? Vielleicht wäre es der Schlenzer gewesen. Schlusspfiff in dieser Begegnung. Die beiden Teams trennen sich unentschieden. Sie wollten heute unbedingt den Sieg. Am Ende steht nur dieses Remis.